Das ist Okay. viel schwieriger. Das ist viel schwieriger, dir zu helfen, wenn ich mir das nicht selber durchlese, Ich kann's dir ja schicken. du? Ja, aber trotzdem, Junge, ich muss dich angucken. Oh Mann. Naja, also man könnte ja zum Beispiel eine positive Sache daraus nehmen, dass die Eltern mehr Zeit füreinander haben. Oh, wie geil ist das denn? Das ist so gut. Wow. Als ob du nicht drauf gekommen bist, ist doch voll easy. Nein, bin ich überhaupt nicht. Boah, voll cool. Und wo muss ich das dann? Ist das jetzt Inhaltsreframing oder? Nee, das ist Bedeutungsreframing, ne? Ja. Was ist nochmal Inhaltsding? Dass das Problem bestehen bleibt, aber trotzdem man sich was Gutes rausziehen kann? Oder ist es doch eher Inhaltsreframing? Ja, Junge, also ja. Eigentlich Das würde Inhaltsreframing. Okay. Inhaltsreframing. Genau, Was ist und dann das Bedeutungsding? das war, also das hatte ich ja eigentlich gedacht, das ist das, was ich gemacht hatte, dass der Sohn eigentlich nicht respektlos handelt, sondern aus Respekt handelt. Das habe ich nicht verstanden, was du da gemeint hast. Das fand ich irgendwie unlogisch. Naja, also er kommt zu spät nach Hause und der Vater denkt, der Sohn macht das, weil er keinen Bock auf die Regeln von seinem Vater hat oder weil er den Vater nicht respektiert und lieber macht, was er will. Aber vielleicht, Fakt ist ja, der Sohn ist jung und möchte seine Freiheit austesten und dieser Moment kommt dann irgendwann mal, aber er kommt nicht aus Respektlosigkeit nicht nach Hause. Er kommt nicht nach Hause, weil er auf den Vater scheißt, sondern er kommt nicht nach Hause, weil er Angst vor dem Vater hat, gerade weil er den Vater respektiert und weil er die Regeln eigentlich ernst nimmt. Und deshalb hat er Angst, dem Vater unter die Augen zu treten, ne, und zögert den Moment hinaus. Und das ist dann eigentlich eine Umdeutung. Das macht er dann nicht aus Respekt, sondern aus Respektlosigkeit, sondern aus Respekt. Und er ist dann quasi in einem inneren Ring, aber jeder Teenager ist im inneren Ring. Aber die Intention kann ja anders sein. Muss er jetzt nicht respektlosig sein, kann ja auch Respekt sein. Ja, und wann, und also ich fand das ja, das, was du damit diese, also so für die Zukunft, dass das ein Vorteil ist, das ist mir auch sofort eingefallen. Du hast es Ja. einfach ausgesprochen, so dass es halt für die Zukunft sehr gut ist, dass er dann irgendwie unabhängig wird und so. Aber wozu gehört das dann? Inhalt? Das ist Nicht, dann wolltest du? Kontext-Reframing. Das ist die dritte Also es Variante. gibt, ach so, es gibt drei. Ja, Okay. der Ja, Kontext-Reframing okay. ist dann quasi, wenn der Kontext, wenn das die Situation von jetzt auf einen anderen Kontext übertragbar ist. Auf eine Ja. Situation, wo man dann Vorteile draus hat. Ja. Ja. Okay, cool. Ja, cool. Das ist super cool. Dann hast du mir geholfen. Hab echt nicht mehr viele Aufgaben. Es sind nur 16 Aufgaben und ich habe nur noch dann 15 und 16 und jetzt mache ich gerade jetzt noch die 14. Also und die 14 ist die einzig schwere Aufgabe. Da gibt es 10 Punkte drauf. Und da brauche ich auch noch mal deine Hilfe. Und zwar geht es darum, der Vater arbeitet als Vorstand in einer Mechanik, warte mal, was stand da? Warte mal, ich musste sogar für die Familie wieder so einen komischen Stammbaum zeichnen, Alter. Weißt du, dieses Genogramm? Das musste ich bei dem. Welchen habe ich irgendwann mal gehört? Habe Keine ich dir Ahnung. doch geschickt, habe ich doch über uns auch gemacht. Diesen Ach Stammbaum. so, ah ja, okay, ja, weiß ich. Genau, warte, nee, hier ist die Aufgabe. Und zwar hier steht, ich lese die Aufgabe einfach mal vor. Herr Meinert arbeitet in einem Technik-Großmarkt. Überlegen Sie sich eine sprachliche Metapher, die Bezug auf die berufliche Tätigkeit des Klienten nimmt und mit dem sich das Problem, was Herr Meinert mit seiner Frau und seinem Sohn hat,
veranschaulichen lässt. Damit es umgänglicher wird. Kannst du mir ein Foto schicken? Ich muss mir das selber durchlesen. Berücksichtigen Sie bitte bei der Metapher, dass auch die Frau und sein Sohn einen aktiven Beitrag zur Lösung leisten können und sollen. Integrieren Sie dann die Metaphorik in einen Lösungsansatz. Also ich soll irgendeine Metapher finden. Eigentlich bin ich ja immer so gut darin, metaphorische Sachen zu finden. Aber jetzt sagen die, ich soll den Technikgroßmarkt als Metapher benutzen, Alter. Ein Technikkurs? Ein Technikgroßmarkt. Hier steht, ach so. Der arbeitet ja im Technikgroßmarkt. Und jetzt soll man in Bezug auf seine berufliche Tätigkeit, also man soll seine berufliche Tätigkeit metaphorisch für die Problemlösung in der Familie sehen. Das finde ich so schwer und darauf gibt es auch voll viele Punkte, Alter. Kannst du mir ein Foto schicken? Ich muss mir das selber durchlesen, das ist so schwer zu verstehen. Okay, warte. Okay. Und die anderen, und dann sind es nur noch zwei Aufgaben und die sind recht einfach, aber das ist schwer. Ach so, hast du mir nicht das geschickt? Hätte ich mir ja selber durchlesen können. Das habe ich dir jetzt geschickt als Screenshot. Nein, ich meine, deine ganze Prüfung und so hast du mir eigentlich geschickt. Ja, die habe ich dir doch als PDF geschickt. Das sind so viele Seiten, Junge, das lese ich mir doch nicht durch. welche Aufgabe? 14? Ja. Gott, das ist wie so eine Deutscharbeit. Echt, ne? Vor allem, ich habe da noch eine zweite Fallarbeit, die hätte ich eigentlich im Dezember fertig machen müssen. Und, ich mache die dann nebenbei mit neben den Studienbrief. Also während ich den Studienbrief lese, löse ich gleichzeitig zu dem jeweiligen Thema das Kapitel. Und löse dann gleich die Fallarbeit. Weißt du? Also ich benutze dann quasi den Studienbrief als Quelle zur Lösung für die Fallarbeit, sodass ich das gleichzeitig durcharbeite und ich quasi mein nächstes Examen jetzt gleich auch noch die nächsten Tage fertigstellen kann. Weil ich habe keine Zeit mehr, Alter. Ich bin... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Und das Problem ist, ich muss es irgendwie ausdrucken. Ich muss mal im Hotel fragen. Der letzte Studienbrief habe ich gar nicht ausgedruckt. Da, Junge. Weil der war erst im Dezember verfügbar und im Dezember habe ich ja noch meine alten Studienbriefe abgearbeitet. Darum habe ich meine letzten Studienbriefe gar nicht. Kann gar nicht arbeiten. Ich will doch nicht am Handy den Scheiß lesen. Da, Junge. Ja, also muss ich im Hotel fragen, ob die mir 100 Seiten ausdrucken oder was, Alter. Okay, Herr Meinert, bitte. Was ist Klient? Ist das Arbeiter? Nein, der Klient ist mein Patient quasi. Anstelle Patient benutzen Berater das Wort Klient. Aha. Ach so, Herr Meinert ist dein Patient. Ja. Aha, okay. Wie lustig. Mein Klient. Aha. Eine Metapher. Oh, Deutsch, Junge. Eine sprachliche Metapher in Bezug auf seine berufliche Tätigkeit. Nimm einfach die Symbole Planeten, Sonne und Mond. Na toll, das hat ja gar nichts mit seiner beruflichen... Weißt du, wie ich... Ja, deswegen Metapher. Aber ich weiß, aber er hat gesagt... Hallo Mama! Hallo Baby! Wann bist du da? Oh Gott, keine Ahnung, Baby. Wahrscheinlich dauert das... Das ist der 15. Januar. Ja, wahrscheinlich dauert das noch eine Woche, Alter. Was? Nur noch so kurz?
Oh Gott, ich weiß es nicht. Mein Visum geht ja noch den ganzen Monat. Keine Ahnung, wie lange der noch braucht. Weiß ich nicht. Shidoni hat noch ein bisschen Geduld. Also, wir, warte mal. Oh, warte, ich muss mir das noch so durchlesen. Ich verstehe kein Wort. Aber die Ein bisschen Metapher muss groß. Bezug Mark. auf die berufliche Tätigkeit nehmen. Also die berufliche Tätigkeit der Technik-Großmarkt soll metaphorisch für das Familienproblem stehen. Ich habe erst so gedacht, meinen die der jetzt, dass ich irgendwelche technischen Geräte als Metaphorik nehmen soll, sodass der Vater, da frage ich so, okay, sie arbeiten im Technik-Großmarkt, mit welchem Arbeitsmaterial dort können sie sich denn identifizieren? Und sind sie eher der Hammer oder eine Säge, weil sie gut Kritik ausüben können und die auch sehr gut demonstrieren können und das ist für andere vielleicht manchmal recht unangenehm. Da passt vielleicht so eine Säge oder ein Hammer. So, und wenn er sich so den Hammer überlegt, er ist das, na, mit was könnte denn seine Frau und seinen Sohn zu assoziieren sein? Welche Rolle haben die denn? Und dann hätte ich vielleicht so gefragt, okay, wenn jetzt der Hammer, der ist groß und schwer und im Gegensatz dessen wirken die anderen Arbeitsmaterialien nicht so stark und nicht so demonstrativ. Und vielleicht ist das auch gerade respekteinflößend, dieser Hammer. Da haben die alle so ein bisschen Angst davor, sich zu äußern. Und wie könnte denn jetzt der Hammer in... Die Die haben... anderen sind einfach so Nägel, die der Hammer. ich meine, so, was sollten jetzt die anderen Arbeitsmaterialien machen, wenn sie mit dem Hammer in Kontakt treten wollen? Weil der Hammer sieht sowieso immer gleich so gruselig aus. So, und dann müsste der Hammer sich überlegen, naja, eigentlich müsste ich vielleicht den Menschen sagen, dass ich eigentlich gar nicht so bedrohlich bin, damit sie nicht so viel Angst vor mir haben. So, und was wäre dann die Lösung? Naja, dass man anfängt, ein bisschen auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. So, dass man erstmal so sagt, okay, den Hammer. Der Hammer hat sich dann ausgeschlossen gefühlt, weil keiner mehr mit ihm redet, weil alle Angst vor ihm haben. Und eigentlich hätte der Hammer dann gerne so gesagt, naja, eigentlich will ich, dass ihr alle mit mir redet und ich bin eigentlich fühle ich mich nur ausgeschlossen. Eigentlich will ich nicht ausgeschlossen werden, eigentlich will ich nur mit euch reden. Ich will nicht ausgeschlossen werden. Ich brauche die Kommunikation. So, und wie kann dann die anderen Arbeitsmaterialien mit ihm in Verbindung treten, ohne dass die dann Angst haben, dass der Hammer gleich zuschlägt? Ja, irgendwie sowas ist mir in den Sinn gekommen, aber vielleicht ist es auch total dumm, weil das so richtig mit seinem Arbeitsplatz ja auch nichts zu tun hat. Was steht denn hier? Hier steht, Herr Meinert arbeitet in einem Technik-Großmarkt. Überlegen Sie sich eine sprachliche Metapher, die Bezug auf seine berufliche Tätigkeit nimmt. Oder was meinen die denn in Bezug auf seine berufliche Tätigkeit? Was ist denn mit dem Sidoni? Was ist mit dem Hund? Weil er geistig behindert ist. Fütterst du dir auch immer die Dumme? Apropos, Junge, ich habe kein Hundefutter mehr und kein Katzenfutter. Seit 2 Tagen. Und wie viel Geld hast du noch? Gar nichts. Okay, warte, ich kontaktiere mal Gong. Für mich
von Chidonia reicht es noch. Also ich habe noch 30 Baht, wofür ich noch mal Ketchup holen kann, weil ich habe noch eine ganze Spaghetti-Packung, die hält 2 Tage, also für das Wochenende. Ja. Aber ich habe halt kein Hundefuttergeld oder Katzenfuttergeld. Warte mal, ich lösche das jetzt wieder. Scheiße, kann ich Sprachnachrichten löschen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Der denkt jetzt, du erwartest von dem, dass er Deutsch lernt. Scheiße, oh, das ist mein unbewusster Appell an ihn. Oh mein Gott. Scheiße. Warte mal. Okay, ich hab's gelöscht. What the fuck? Okay. Oh mein Gott. Du Scheiße. Okay, warte mal. Gut, warte. Okay. Oh Junge, ich will nicht einkaufen gehen mit Menschen. Ich will mal alleine. Naja, das kannst du mir ja dann auch selber sagen, Alter. Nee, Junge, sonst denkt er sich so, warum? Ja, denkst du dich überhaupt bei so vielen Sachen, sinnlosen Sachen, immer warum? Glaubst nicht, wie Central Festival abgegangen ist, ne? Da hätte man mega feiern können. Nur oh, wie cool. Aber mega. Das müssen wir uns für nächstes Jahr merken. Das ist bestimmt nächstes Jahr wieder so geil, oder? Ja. Es ist cool, dass das gleich ein cooler Platz in der Nähe ist, so. Das ist schön. Ja. Ich finde das so geil, dass wir einfach die Band von Bad Boys gesehen haben. Ich kann echt nicht glauben, Alter. Das ist so crazy, Alter. Das war so geil. Das ist wirklich so crazy, wirklich so amazing, Alter. Die könnten überall ganz Thailand sein, aber nein, sie sind in Chiang Mai direkt bei unserem Haus. Einfach so kostenloses Konzert, ne? Das ist so geil. Das ist so verrückt, Alter. Ja. Ja, ich war ja zu Silvester, hab ja erst Mike getroffen und er musste dann 0 Uhr wieder arbeiten und ist dann deshalb 11:45 wieder rein und hatte dann so ein Bike, so ein Motor-Grab nach Hause so bestellt und dann sind wir ewig in den Straßen stecken geblieben, weil einfach dort Menschen auf der Straße durchlaufen durch den Stau und Autos und Tuk-Tuks, Motorräder und alles steht einfach auf der Straße, nichts bewegt sich. Es war so... Tasse ist in Kambodscha zu fahren. Es ist wirklich so voll gewesen, du konntest einfach gar nichts machen. Es ist auch eigentlich super gefährlich, die machen das einfach super intuitiv, ne? Also der ganze Verkehr ist einfach super intuitiv. Da stehen zwar auch überall Straßenpolizisten, da drauf steht dann Straßensecurity, aber irgendwie machen die auch gar nichts. Sie können den Verkehr nicht beheben und sie können gar nichts machen, die gucken einfach nur.
Wahrscheinlich, wenn irgendjemand tot umfällt, dass sie helfen können, aber vielleicht pfeifen die mal oder so, aber die können nichts machen, die koordinieren dort gar nichts, weißt du, weil alles einfach von alleine irgendwie läuft oder feststeckt. Und jedenfalls hab ich bestimmt eine halbe Stunde zurückgebraucht. Und weil wir da so lange festgesteckt sind, dann sind wir losgefahren. Und genau als wir dann losgefahren sind, war es dann exakt 0 Uhr. Und ich bin durch die Straßen gefahren und rings um mich rum, weil hier ja überall Hotels und Casinos sind, war gigantisches Feuerwerk und ich fahr direkt unten durch. Oha. Und rings um mich rum ist so Oha. übelst brutal gigantisches Feuerwerk und ich da so direkt ganz nah dran und fahr durch die ganze Stadt von einem Feuerwerk zum nächsten. Das war eigentlich richtig cool. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie ich 0 Uhr verbringen werde, so ins neue Jahr. Und dann war ich einfach so in so einer krassen Situation, fahr einfach durch die Stadt und direkt ins Feuerwerk rein und dadurch. Und das war richtig cool. Es war so beeindruckend gewesen. Ja, und dann bin ich im Hotel angekommen und die süßen Angestellten, die sehen immer aus so wie Flugbegleiterinnen, weißt du, wie Stewardess sehen die immer aus, standen dann alle vor dem Hotel und haben mir ganz glücklich Gutes Neues gewünscht. Und dann habe ich mir meinen Spy-Sekt geholt und dann habe ich den großen Chefs am Tisch Happy New Year gewünscht, dann haben sie gesagt, oh, come to us, you can celebration with us. Und dann habe ich mich mit an den Tisch gesetzt und ja, aber wie gesagt, die machen keine Party, die haben auch keinen Alkohol getrunken oder so, die haben halt Tee getrunken und Geschäfte besprochen die ganze Zeit. Aber der eine, dem das gehört, den ganzen Laden, hat mir ein bisschen von seiner Hotelkette erzählt. Dieses Hotel gehört genauso zu der Hotelkette, wo wir letztens waren. Das sind drei Hotels, die er hat quasi. Und hat mir halt so erklärt, dass es am Anfang echt schwer war, so Shinies zu finden, die mit in die Geschäfte einsteigen, weil es gab zu der Zeit halt nicht so eine große Shinies-Community hier. Ja, und die musste erstmal aufbauen, weil immerhin ist ja Kambodscha, ne? Ist ja nicht China. Und ja, und deshalb hat er das halt so gesagt und hat aber dann inzwischen hat er so gesagt, wir haben jetzt 80 Mitarbeiter und Mitglieder und so. Und das ist wirklich für den ganz strengen Klientel. Also hier darf nicht jeder rein. Hier darf auch, deshalb sieht man auch keine westlichen Menschen hier. Ja, also das ist kein Touristenplatz oder so. Das ist wirklich nur für Chinese und große Geschäftsangestellte oder Geschäftspartner, weißt du, und denen ihre Companies und Mitarbeiter. Ich meine, manche Betriebe haben ein paar tausend Mitarbeiter. Ist ja bei Best auch so in Bangkok. Da arbeitet ein Betrieb mit 3000 Mitarbeitern. Und wenn die dann irgendwie irgendwas brauchen oder wohin wollen oder so, dann so ist das bei den Chinese, dann gehen die quasi nur in diese Hotelkette, wo die auch einen Fuß drinne haben. Weißt du, was ich meine? Und deshalb verdienen die extrem gut, weil die quasi wirklich den Fokus, das habe ich auch in meinem Psychologiestudium gelernt, wenn man wirtschaftlich den Fokus auf eine kleine Gruppe setzt, macht man viel mehr Gewinn, als wenn du den Fokus auf alles setzt, weil du kannst nicht in allem gut sein. Ja? Aber wenn du den Fokus auf eine konkrete Sache setzt, bist du ein Anlaufpunkt für eine konkrete Sache. Und jeder weiß sofort, das hier ist genau exakt das, was ich will. Und dann ist die Nachfrage viel größer. Ja, und so haben die es halt geschafft, dass die in kurzer Zeit hier voll, ich glaube, in den letzten 6 Monaten oder 9 Monaten haben die das Ding hier gebaut. Und das musst du dir mal überlegen, das ist ja ein riesiges Luxusding, ne? Ja, und haben ja halt voll Geschäfte gemacht. Und das dritte Hotel wird jetzt noch fertiggestellt. Krass. Ja, und ich weiß halt nicht, was Seven jetzt so viel damit zu tun hat, aber ich rechne irgendwie damit, dass der da auch Verbindungen hat. Weißt du? Ich meine, normalerweise würde ich hier ja gar nicht reinkommen. Bin ja so eine. Weißt du, was ich meine? Ja.
Und er, deshalb, ja, hat er wahrscheinlich hier seine Connections und so. Ja, oh, ich will meine Scheißarbeit fertigstellen, Mann. Okay, ich weiß nicht, was ich für eine Metaphorik nehmen soll. Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Na, da steht, man soll seinen beruflichen Arbeitsplatz, diesen Mechanikbetrieb, den soll man als Metaphorik nutzen für die Problematik mit seiner Familie. Oh, weißt du, ich habe Ach auch, so. ja, ey, ich habe auch gestern richtig lange, ich habe bestimmt 2 Stunden überlegt, was damit gemeint war. Und auf dieser Aufgabe gab es nur einen Punkt. Und ich schreibe ja immer übelste Texte, ne? Auch bei der einen Aufgabe Ja. gab es nur 5 Punkte und ich habe 2 Seiten geschrieben. Weißt du, das ist immer so. Und da wusste ich nicht, was die so meinen. Und da stand, auf welcher tiefen psychologischen, mit welchem tiefen psychologischen Aspekt steht die Begegnung mit dem Vorgesetzten? So war, und dann habe ich 2 Stunden überlegt, bis ich dann endlich den Aha-Effekt hatte, dass der Vorgesetzte tiefenpsychologisch mit der, das ist wie so Reflexion, Rekonstruktion oder so, dass die Anwesenheit des Vorgesetzten durch den psychologischen Effekt dieser Reflexion oder Rekonstruktion die Rolle des Vaters eingenommen hat. Weißt du, der war quasi ge negativ geprägt aus seiner Kindheit von seinem Vater, ja, weil er nie was wert war und wertlos war und bedeutungslos und ungewollt und hat sogar an seiner Existenzberechtigung gezweifelt, weil der Vater ihm auch die Schuld gegeben hat, dass die Mutter bei der Geburt gestorben ist. Und der Vater hat nur Anerkennung diesem Sohn gezollt, wenn er gute Leistung erbracht hat. Ja, und ansonsten war er absolut wertlos. So, und ja, und dann hat er quasi in der Arbeit eine absolute Phobie entwickelt mit Chefsmeetings. Hat er sich so unter Druck gesetzt gefühlt und Panik gekriegt und dass er Schlüsselfehler macht, dass er sich blamiert, dass er seine Arbeit nicht gut macht, einfach nur weil der Chef plötzlich anwesend ist. Ja, bei so einem Meeting, wo auch der Chef mit zusammensitzt, so alle zusammen, ne? Und dann hat er immer so Panik davor gekriegt, dass er sich dann immer krank schreiben lassen hat. Und ich habe 2 Stunden gebraucht, um das, was die dort schreiben, zu verstehen. Weißt du? Haben die so geschrieben, auf welcher tiefen psychologischen Aspekt steht die Anwesenheit des Vorgesetzten? Und da habe ich 2 Stunden gebraucht, ehe ich so ganz logisch dann plötzlich mir so eingefallen ist, na Mann, der repräsentiert doch seinen Vater. Das ist doch dieser Vaterkomplex, der da übertragen wird, auf der tiefen psychologischen Ebene. Und da habe ich aber so lange gebraucht, einfach weil ich die Formulierung nicht verstanden habe. Und jetzt bei dieser Metaphorik stecke ich genauso fest. Ich finde die Formulierung so kompliziert, Alter. Ja. Oh, vor allem, ich kann gar nicht mehr denken, ey. Seit 3, 4 Tagen vergrabe ich mich in diesen ganzen Psychologie-Arbeitsmaterialien. Oh, es ist so schwer, sich zu konzentrieren, Alter. Ich fühle mich, als ob ich Balla-Balla bin. Oder angetrunken. Oder als ob ich Tage nicht geschlafen hätte oder so. Ich kann mich so schwer konzentrieren. Ich will diese Arbeit einfach fertig machen. Und ich weiß jetzt nicht, Ja. was ich benutzen soll. Denn selbst die Metapher mit dem Hammer ist ja irgendwie unvollständig, wenn ich das jetzt nehmen würde, weil mir nichts anderes einfällt. Das Ding ist, wenn dir einfach nichts anderes einfällt, du nimmst halt einfach irgendeinen Ja, Scheiß drauf. ich weiß, aber es ist unvollständig. Denn, Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was für einen Aspekt nimmt denn die Mutter und der Sohn dann ein, die dann mit zur Lösung
Lösung beitragen. Stimmt. Wo arbeitet der denn genau? Was ist denn... Wow, Technik-Großmarkt, oh mein Gott. Ja, und du kannst dir mal sein Fallbeispiel durchlesen. Das ist ja weiter oben. Hier steht... Er ist Verkaufsleiter in dem Technik-Großmarkt. Und... Hier steht auch, im beruflichen Umfeld kommt es immer wieder zu Situationen, in denen sich Herr Meinert insbesondere im Rahmen seiner leitenden Funktion mit Personalverantwortung überfordert fühlt. In beiden Lebensbereichen wird ihm häufig vorgeworfen, Kritik unangemessen scharf vorzubringen und starrsinnig zu sein. Aus diesem Anlass gab es im Job sogar Kritikgespräche mit seinen Vorgesetzten. So, das ist seine Arbeitssituation. Und hier steht, überlegen Sie sich eine sprachliche Metapher in Bezug auf die berufliche Tätigkeit. Macht er denn? Er ist halt irgendwie Vorstandsleiter und gerät dann dort auch immer wieder in Konflikte mit seinen Ja, keine Ahnung. Was mache ich denn da jetzt? Ich brauche eine Metapher. Das ist meine letzte Aufgabe, die schwer ist. Den Rest kann ich. Eigentlich bin ich in Metaphern so gut. Das ist meine absolute Stärke. Aber ich kann ich nicht. Weißt du, wenn ich zu jemandem persönlichen Kontakt habe, mitten im Gespräch bin, ja, und ich eine empathische Bindung zu jemandem aufbaue, ist das für mich so easy, Metaphern aufzubauen. Das ist ja auch genau für mich und Alice. Ich tue ja ständig von einem Video ein Beispiel zum nächsten Video machen und immer wieder Bezüge, Rückschlüsse ziehen, weil metaphorisch das und das und das füreinander stehen kann. So, ich bin eigentlich so gut in Metaphorik, aber wenn ich absolut null empathischen Bezug darauf habe und ich da einen Text habe, wo ich sogar inhaltlich den Text so schwer verstehe, wie soll ich denn da eine Metapher finden? Ich bin da total bezugslos. Wenn ich keinen empathischen Zusammenhang ziehen kann, ist für mich das alles so tot, Alter. Das ist so schwer. Ich brauche eine Metapher. Oh Gott, ich habe schon wieder Schmerzen, Alter. Meine Scheiß-Metapher. Ding ist, ich weiß irgendwie nie, was ich so richtig kochen soll. Ich hab halt immer so Nudeln und dann isst man einfach Nudeln mit Ketchup und so. Wie langweilig, Alter. Ich weiß, Junge, ich kann's auch nicht mehr essen. Also wenn du das so nach Monaten zum ersten Mal wieder isst, ist es geil. Aber dann, wenn du es die ganze Zeit nur... Warum machst du denn keine Kartoffeln oder sowas? Hatte ich doch letztens auch 2 Tage lang Bratkartoffeln gemacht. Oder Möhren, hol mal Gemüse. Eine Möhrenpfanne. Möhren mit Gemüse und Kohl und den Gemüse braten und dann mit Reis. Gemüse. Gemüse. Was ist denn Gemüse? Hm.
Was gibt's denn für Gemüse, Bro? Kartoffeln. Möhren. Was? Kartoffeln sind Gemüse? Ja. Echt? Ja, Alter. Seit wann? Schon immer. Und Möhren auch? Möhren? Was? Möhren sind doch Gemüse. Ja, das weiß ich. Seit wie Kartoffeln? Na, aber sind Kartoffeln nicht ähnlich wie Möhren? Was? Kartoffeln sind sowas wie Reis, Getreide. What the fuck, bist du dumm? Die wachsen unter der Erde wie Möhren. Wie dumm. Ja, okay. Okay, wofür kann jetzt die Metaphorik, ey, ich bestell mir gleich ein Bier, Alter. Ich kann nicht mehr denken, Alter. Ich muss das heute noch lösen, Alter. Dann mach doch erstmal die Aufgaben, die du kannst. Nee, aber das ist die letzte schwierige. Ja, und deswegen musst du die auch zuletzt machen. Mach da erstmal das durch, was du halt so wirklich so ganz schnell, so ganz easy machen kannst. Musst du in Arbeiten auch machen. Junge, du musst mir vorstellen, du hast ein Zeitlimit. Stell dir das einfach mal vor, ja? Du hast ein Zeitlimit. In einer Stunde musst du 3 Aufgaben machen. Und von diesen 3 Aufgaben kannst du die erst so gar nicht. Also dafür brauchst du wirklich so viel Zeit zum Nachdenken. Und wenn du da die ganze Zeit darüber nachdenkst, dann schaffst du einfach die anderen 2 Aufgaben nicht. Und die 2 Aufgaben, die zusammen haben viel mehr Punkte als die erste Aufgabe alleine. Verstehst du, was ich meine? Deswegen wäre es dann sinnvoller, wenn du zuerst 2 Aufgaben kannst. Und wenn du die erste Aufgabe dann nicht kannst, also nicht zu Ende machen kannst, dann ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn du die anderen 2 Aufgaben überhaupt nicht gemacht hast. Aber du hast halt jetzt nicht so einen großen Zeitdruck. Deswegen bist du so dumm und hängst die ganze Zeit an dieser schwierigen Aufgabe. Aber eigentlich musst du die anderen 2 easy Aufgaben zuerst machen. Also der Vorteil darin, dass der Sohn später von seinen Freunden nach Hause kommt, ist, dass... Die Eltern haben mehr Zeit füreinander, also so zusammen. Die Eltern... Nee, ich muss schreiben, dass Herr... Wie heißt der? Wie heißt der Typ, Alter? Meinert. Herr Meinert. Dass Herr Meinert mehr ungestört... Scheiße. Sass. So sass, Junge. Nein, mehr Zeit. Ich lasse es ungestört weg. Mit seiner Frau verbringen kann. Ja. Warte mal, ich will mit diesen 2. Wie heißt die? Wie heißt die? Diese 3 Sachen. Reframing. Ja, sag mal die 3. Bedeutungsreframing? Warte. Das andere? Context Reframing. Deshalb ist es gut. Und das andere? Das Inhaltsreframing. Okay.
Was ist das? Zu welchem Thema gehört das eigentlich? Oh Gott. Reframing ist. Hat das. Oh Gott. Weiß ich gerade nicht. Was bedeutet Reframing? Umholen. Du tust umdeuten. Gut, okay. Das würde das Problemverhalten des Sohnes bleibt zwar bestehen, aber den positiven Aspekt könnten Herr und Frau, wie heißen die? Meinert sich zunutze machen. Würde Herr Meinert diesem Beispiel folgen, könnte sich auch der Druck abbauen, wo man sich nur auf das Problem, das heißt auf die Verspätung, fokussiert. Warte mal, würde Herr Meiner diesem Beispiel folgen, könnte sich auch der Druck abbauen, wo man sich nur auf das Problem, das heißt auf die Verspätung, fokussiert. Und er könnte, wenn er die Zeit dennoch sinnvoll nutzt oder gerade das nutzt, eigentlich ein Problem ist. Sag mal, Reframing gehört doch irgendwie. Gehört das nicht auch irgendwie so wie das, was du mir letztens da geschickt hattest mit diesem Streit und den Kindern, ist doch auch irgendwie ja, so ja, was doch. Ähnliches. Das ist genau das. Es ist exakt das. Es ist exakt das, ja. Es ist genau das Thema. Ja. Junge, man muss einfach sein ganzes Denken komplett umwandeln, sodass du einfach positiver wirst. Ja, genau. Aber Junge, weißt du, wie anstrengend das wäre, wenn du wirklich jedes Problem in deinem Leben so analysierst und dann denkst du dir so, oh, ist doch gar nicht so schlimm. Nee, man könnte das machen. For real. Dann würde man vielleicht irgendwie glücklicher werden oder so, aber Junge, wer macht sowas? Die Sache ist aber auch die, man muss ja wirklich sein Denkschemata und die Denkmodelle ändern. Ja, weil wenn man nämlich die Perspektive ändert, dann muss man auch gleichzeitig. What the fuck? Dann muss man. Entschuldigung, mein Handy hat irgendwelche Videos angemacht. Wenn man quasi eine andere Perspektive dann einnimmt, dann muss man, das ist ja nicht einfach nur, du betrachtest es dann von der anderen Seite, sondern du musst ja wirklich dein ganzes Denkschema, dein ganzes Denkmodell umkrempeln. Weißt du? Weil dein vorheriges Denkmodell ist ja so, weil du auf alte Werte, auf Systeme, auf das, was dich geprägt hast, du zurückgreifst. Und wenn du dann plötzlich das alles anders siehst, musst du alles umkrempeln und ganz verkorkst neu denken und fühlen. Weißt du? Und das ist wesentlich schwieriger als. Und in der Psychotherapie, also hier in meinem Studium, wird mir auch ständig dann so gesagt, das bedeutet aber nicht,
dass so wie du vorher die Sache siehst, ja, dass du das dann einfach ignorieren sollst und ach, sagst, so Runde spielen sollst, ach, in Wirklichkeit sind hier keine Probleme, hier gibt es immer eine gute Seite und scheiß drauf, denn das wäre wieder falsch, weil dann würdest du deine Probleme unter den Teppich kehren. Und das darf man nicht machen. Ja. Also es ist wirklich so unglaublich kompliziert, dass du einfach alles so kompliziert umkrempeln musst. What the fuck? Und ich merke das aber auch während meines Studiums. Ich bin ja immer noch auch in meinen Mustern drin, aber ich habe ständig Aha-Effekte und automatisch das, was ich in meinem Studium lerne, weil ich ja inzwischen jetzt weiß, wende ich das automatisch immer wieder an. Ja? Also, weil ich habe den Aha-Effekt gehabt, und dann merke ich, habe ich plötzlich diesen neuen Horizont und dann merke ich plötzlich in vielen, vielen Situationen, die ich habe, okay, gut, das erinnert mich an die Situation in meinem Studiengang, also betrachte ich das jetzt mal so. Also, ich wende automatisch das, was ich lerne, in meinem Studium an. Aber das Problem ist, am Anfang falle ich auch immer wieder in gewohnte Muster. Weißt du? Das ist, also das Gefühl vor allem, die Gefühle in einem sind immer so selbst. Selbst wenn ich mein Denkmuster ändere und dann meine Perspektive umkrempel, ist aber dieses Gefühl am Anfang, dieses affektive Gefühl in einer Situation immer noch total gleich. Ja? Ja, das stimmt. Und deshalb ist das so schwer und auch so ein unglaublich langsamer Prozess, so rumzuswitchen und zu wachsen, weißt du? Das ist so. Und zum Beispiel auch mit dem Geldproblem oder so. Ich meine, Seven hat mir das ja immer noch nicht gegeben und so. Aber wenn ich jetzt quasi mich unter Druck setze und mich gestresst bin und ihn dann unter Druck setze und ihn dann stresse, wird die Situation schlimm und negativ. Das fördert nur ein Misstrauen. Und dann hat keiner mehr Bock, weißt du? Und gerade wenn Misstrauen ist, dann ist man auch blockiert. Da ist man so blockiert, da ist man gerade blockiert, gerade noch was dazu zu machen, weißt du? Da macht man Klappe zu, ist dicht, nein, ich widme mich jetzt jemand anderen oder widme mich jetzt wichtigeren Problemen. Ich meine, der ist ein großer Geschäftsmann, was muss der denn alles managen, weißt du? Der schläft nachts meistens nicht und weißt du, was ich meine? Ich bin da so ein kleines Pupselproblem. Und Wenn man so auf so eine Situation halt dann so reagiert, ne, ändert das halt auch wirklich nichts, deswegen bringt das halt auch nichts, ne? Ja, der Druck ändert halt nichts, ne? Und ich habe jetzt mir jetzt mal, also diese, um jetzt auch, ich habe auch nochmal auf sein Profil und so geguckt und er ist halt wirklich jemand, er hat vielleicht finanzielle Probleme in seinem Betrieb, um vielleicht das Gebäude fertigzustellen oder so, aber so an sich geht es ihm richtig gut, so sein Lebensstil. Das ist jemand, der regelmäßig am Strand sitzt, der in Casinos sitzt, der um die Welt reist. Das ist jemand, der Cola hat, das ist ein Geschäftsmann. Weißt du, was ich meine? Das ist jemand, der uns einfach mal Flüge bezahlt und Hotels für einen halben Monat und so, weißt du? Das ist, da ist Geld jetzt nicht die Frage von Existenz. Weißt du, da ist Geld eher so eine Sache, okay, wo positioniere ich es, um mehr Geld zu machen? Und nicht, oh Gott, ich brauche jetzt Geld, nur um existieren zu können. Weißt du, das hat eine ganz andere Bedeutung. Hallo Shidoni. Aber das Problem ist dann halt, ich komme dann als jemand, der dann Stress macht und Druck macht, weil für mich das eine ganz andere Bedeutung hat, ja? Und es ist dann, und damit mache ich aber alles kaputt mit meiner Angst, meinen Zweifeln, weil es so wichtig ist für mich, ja, weil ich das so hochstelle. Und dann habe ich jetzt so in den letzten Tagen mir so überlegt, okay, weil so redet zum Beispiel auch die eine von den Trading, wo ich rein investiert hatte, ja, wo ich nur noch einen Task machen muss, ja. Und da habe ich ja so eine Kollegin, wir sind da quasi ein Team, wir arbeiten ja zusammen, ne. Und sie zum Beispiel sagt auch immer, alles wird gut, denke positiv, ja, und sie tut immer wieder mit mir einreden und mir immer wieder mich das so dirigiert, ja, und im Grunde genommen lehrt sie dann ein Gelassenheit, denn erst wenn ich da wirklich gelassen bin, lösen sich auch die Probleme und in meinem Studium habe ich gelernt, das Wichtigste ist, ich meine, ich bin in einer Problemsituation. Und das Problem ist eigentlich, dass wir Situationen zu Problemen machen. Einfach, weil wir sie so schlecht negativ bewerten.
oder weil wir uns in einer Situation negativ fühlen. Aber die Situation an sich ist nicht das Problem, sondern wie wir die Situation bewerten. Weißt du? Ja. Also, was mache ich dann am besten, um die Situation zu lösen? Ich gehe ganz entspannt damit ran. Und wie macht man das? Anstelle Kritik und Druck auszuüben, habe ich auch in meinem Studium gelernt, erkläre deine Situation. Rede. Fang an zu reden. Du darfst nicht deinen Fokus mit der Taschenlampe auf jemand anderen richten und Forderungen stellen. Ja? So, kannst du das jetzt tun? Kannst du mir jetzt was überweisen? Kannst du das jetzt bitte tun? Oder den Leuten sagen im Task hier so, ich hab's jetzt aber nicht. Bin jetzt unfähig, das zu machen. Oder ich kann ihre Bedingungen jetzt nicht erfüllen. Anstelle das zu machen, richte diesen Taschenlampenscheinwerfer direkt auf dich und fokussiere, was in dir vorgeht und erkläre ganz genau deine Situation. Und das löst immer Empathie aus. Das löst den Knoten. Das löst auch die Emotion. Also anstelle dann wirklich erklären zum Beispiel, okay, ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, ich komme jetzt nicht an das Geld ran, mein Freund ist im Krankenhaus und ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit und ich finde es unangemessen, jemanden, der im Krankenhaus liegt, nach Geld zu fragen, denn dann sieht es so aus, als ob ich mich nur um das Geld sorge und nicht um seine Gesundheit. So, und dann habe ich das so erklärt und prompt wurde das Problem gelöst. Ich habe mehr Zeit bekommen. Und es war absolut unnötig, sich verrückt zu machen oder unter Druck zu setzen. Weißt du? Man muss sich selber den Wind aus den Segeln irgendwie nehmen. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Und das ist halt schwer, weil wir uns immer in erster Linie ganz doll unter Druck setzen. Ja. Man muss halt die Situation umdeuten. Da sind wir auch wieder beim Reframing. Ja, das stimmt. Genau. Imagine, Junge, du machst von jeder Situation so halt so einfach so diese drei Reframing da. Ja. Imagine. Junge, du philosophierst einfach gefühlt jede Minute in deinem Leben. Nur Junge. Um positiv zu sein und irgendwann mal wirst du aber ganz entspannt ja. und allem, gelassen. Vor allem eigentlich, wenn man halt das so machen würde, würde das voll einen Menschen verändern. Und dann würdest du einfach gefühlt voll deine ganze Persönlichkeit einfach komplett verändern irgendwie eigentlich. Ja, nur das stimmt. Aber weißt du was? Zum Beispiel mein Philosophiestudium. Dadurch habe ich ja überhaupt erstmal angefangen, meine Gedanken zu ordnen. Ich war ja früher immer tiefgründig. Habe einfach Gedichte und so einen Scheiß geschrieben. Ja, und habe so ganz viele Gefühle immer gehabt. Und wusste, dass ich eine ganz große Tiefe in mir habe, aber konnte sie nicht anders ausdrücken als in Metaphorik. Und das war's schon. Als ich dann mein Philosophiestudium angefangen habe, hat mich das richtig verändert. Ich bin wirklich zu einem anderen Menschen geworden. Weil ich plötzlich mich fokussieren konnte und anfangen konnte, klug zu werden und die Klugheit und die Denkweisen auch zu strukturieren und anzuwenden. Also mein Philosophiestudium war eigentlich der erste Schritt, dass ich wirklich zu einem anderen Menschen wurde oder dass ich erwachsen wurde oder dass ich überhaupt meine Ressourcen, die ich selber in mir drinne habe, dass ich die erstmal nutzen konnte. Und wenn du siehst du aber allein schon deshalb, Junge, egal ob du deine Prüfung verkackst oder so, allein schon deshalb hat sich's gelohnt, not gonna lie. Ja, ich weiß, weil du wendest ja dein Studium ja an. Ich meine, guck doch mal, mein Philosophiestudium war vor 2011, Alter. Da hat das ja angefangen und jetzt mit dem Psychologiestudium, das ist ja noch viel konkreter. Da kannst du jetzt wirklich deine konkreten Lebensprobleme lösen, konkrete Identifikation mit anderen Menschen machen. Das ist ja wirklich sowas Konkretes, woraus du dir einfach alles mitnimmst. Und ich merke ja, das tut mein ganzes Denkschema umändern. Es ist so krass, wie dieses Studium einfach die Denkstrukturen verändert. Ja, das stimmt. Ja, ist wirklich krass. Übrigens, mich hat jemand angesprochen bei YouTube. Der hat einen Channel, sein Channel ist auch recht unbekannt, der macht immer irgendwelche Podcasts über Gott und die Welt. Und er
Er hat meinen Kanal gefunden, er hat gesagt, er will mit mir einen Podcast machen. Ja, hast du gesagt. Das ist so cool, er hat mich jetzt nochmal angeschrieben. Ich habe gesagt, also ich mache jetzt erstmal meine Prüfung. Aber ich glaube, ich werde das jetzt wirklich machen, wenn ich jetzt vielleicht sogar noch diese Woche. Ich finde das voll spannend, so Leute mit einzubeziehen. Ja, und vor allem, da kriegt man ja auch noch mal mehr Klicks und da kriegt man eine andere Reichweite. Weißt du, und da bin ich so stolz drauf, dass ich auf einem Kanal von jemand anderen bin und den seine Leute auch erreiche. Und die mich dann Junge, macht ihr das auf Spotify auch? Nee, ich glaube, das macht er nicht, aber ich sollte eigentlich unsere Podcasts mal auf Spotify hochladen, Alter. Ja, das stimmt. Weil das hat mir Caleb gesagt. Caleb hat gesagt, wäre Spotify, dann hätte er sich schon längst alle Podcasts von uns angehört. Das muss ich mal machen, irgendwann mal muss ich das rüber switchen, aber das ist wieder so ein Management, das würde mich so viel Zeit kosten. Keine Ahnung, vielleicht machst du das irgendwann mal für mich. Oh. Irgendwann mal managst du mich. Gefühlt tausendmal nochmal anhören, Alter. Na, ich glaube, man muss sich's nicht anhören. Die Podcasts sind ja im Kasten. Rein theoretisch sollte man einfach nur die auswählen, welche man jetzt wirklich nimmt. Ja? Ja. Weil die werden ja immer wieder immer professioneller und immer besser. Wir hatten ja auch Podcasts, die sehr emotional geladen waren. Aber so, wir haben aber auch Podcasts gehabt, die richtig, richtig krass gut sind, ne? Also wenn man dann quasi, man selektiert dann quasi. Und dann sind die Podcasts an sich ja schon fertig. Einfach nur die MP4 runterladen von YouTube und dann bei Spotify hochladen. Mhm. Ja, aber dann muss man wieder Accounts erstellen und dieses ganze ist wieder so eine Managementfrage. Das bürde ich dir irgendwann mal in der Zukunft auf. Ja. So organisatorisches Zeug. Ich bin hier noch so drinne. Ja, warte mal, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Also, warte. Oder gerade. Warte mal, ich muss diesen Satz zu Ende führen. Würde Herr Meinert diesem Beispiel folgen, könnte sich auch der Druck abbauen, wo man sich nur auf das Problem, das heißt auf die Verspätung fokussiert. Nicht wo man, sondern wo er. Wo er sich nur auf das Problem. Die Verspätung fokussiert und er könnte, wenn er die Zeit dennoch sinnvoll nutzt oder gerade das nutzt, was eigentlich das Problem ist, entspannter mit der Situation umgehen. Okay, also Inhaltsreframing. Ich lese sie jetzt nochmal vor. Der Vorteil darin, dass der Sohn später von seinen Freunden nach Hause kommt, ist, dass Herr Meinert mehr Zeit mit seiner Frau verbringen kann. Man kann manchmal die Situation nicht ändern oder beschleunigen. Deshalb ist es gut, die positiven Seiten einer negativen Seite sich zunutze zu machen. Das Problemverhalten des Sohnes bleibt zwar bestehen, aber den positiven Aspekt könnten Herr und Frau Meinert sich zunutze machen. Klingt schon wieder ausnutzen. 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 Oder gar genießen. Ja. Richtig so, okay. Würde Herr Meinert Was ist das jetzt? Inhaltsreframing. Was ist das Kontext? Ist das das für die Zukunft? Ja. Das ist, wenn du... Der Kontext ist ja deine Situation. Wenn du die Problemsituation auf eine andere Situation überträgst und aber in der anderen Situation einen Vorteil dann daraus hast. Das bedeutet deshalb Context Reframing. Man überträgt den Kontext auf einen anderen Kontext und hat plötzlich einen Nutzen daraus. Boah, okay, warte, das muss ich mir aufschreiben. Übertragung eines Kontextes auf einen anderen Kontext.
mit positiver Auswirkung. Ja, Übertragung von einem Kontext in einen anderen Kontext, um sich dort darin einen Nutzen daraus zu ziehen. Luna kann ihr Fernstudium eher erst mit 18 machen. Und du auch, also diese Fernlehrgänge sind alle ab 18, von daher habt ihr jetzt... Sollte Luna sowieso so schnell wie möglich herkommen, um einfach mal Sprachschule zu lernen, Alter. Die braucht einfach nur Sprachschule. Was? Übertragung von einem Kontext auf einen anderen Kontext? Weiter? Um sich dann einen Nutzen daraus zu ziehen. Okay. Um sich dann in dem anderen Kontext einen Nutzen daraus zu ziehen. Beschreibt das viel besser als in meinem Studienbrief. Manchmal sind die Formulierungen so kompliziert, Alter. Da muss ich um 5 Ecken und Gehirnwindungen denken, damit ich das verstehe, Alter. Okay, Aufgabe 13 ist jetzt fertig. Sehr schön. Ich habe schon 12 Seiten, Alter. Was, um sich dann in den anderen Kontext einen Nutzen auszuziehen? Um sich dann im anderen Kontext einen Nutzen daraus zu ziehen. Okay. Oh, more metaphorisch. Und das Aber ich verstehe immer noch nicht, dass... Das Bedeutungsreframing nicht. Das ist eigentlich am einfachsten. Du deutest es einfach um. Die Bedeutung wird gekippt, sodass das Negative nicht mehr negativ ist, sondern positiv. Zum Beispiel, das Bedeutungsreframing war auch mit dem Vater und den Töchtern. Der Vater hat gesagt, ey, die streiten sich immer. Das ist super respektlos in meinem Alter. Da konnte man sich nicht so zoffen. Und da war eine strenge Autorität da und da mussten wir folgen und ja, und dann hat der andere gesagt, dass der Berater das eigentlich gut ist, weil die dann lernen, miteinander umzugehen. Genau, und zwar, weil der Vater eben nicht so autoritär ist und das ist ein Kompliment an den Vater, dass er seinen Kindern den Raum gibt, zu wachsen, selbstständig zu wachsen, ohne... Ja. Dass er autoritär mit Gewalt durchgreifen muss und dass das ein Lob an dem Vater ist. So. Aha. Ich meine, irgendwo auch klar, ne? Ich meine, bei uns ist es ja auch so, weil eigentlich stimmt das. Ich musste dann auch an meine Rolle denken. Denn wenn die Kinder dazu in der Lage sind, in deiner Gegenwart zu streiten, ist das natürlich ein auch sich öffnen. Das ist natürlich Streit und dieses, da wächst man ja immer mit. Man muss Gefühle zulassen, man muss sich aufeinander einstimmen, muss die Rollenverteilung ausmachen, man muss natürlich auch das Teenage-Leben ausleben oder seine Ungerechtigkeit zwischen Geschwistern aushandeln. Und man hat nicht immer diesen Raum, um sich irgendwo einzufinden. Und so entsteht wirklich ein selbstständiger Raum und der kann nur genutzt werden, wenn da Vertrauen da ist. Selbst wenn du wütend bist oder zoffst oder dich ungerecht behandelt fühlst, du kannst es nur ausleben, wenn da Vertrauen ist. Wenn du in einer konservativen Familie lebst, wo Gewalt existiert, ziehst du dich zurück, igelst dich ein, isolierst dich und hast einen Zweifel an deiner Existenzberechtigung oder überhaupt deinen Zweifel daran, irgendwas von dir zu zeigen oder nach außen zu bringen. Ja? Aber es ist ein Zeichen, deshalb ist es ein Kompliment an dem Vater. Oder auch halt ein Kompliment an der Erziehungsmethode, wenn die Kinder den Raum haben, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass die da in ihrer Dynamik sich da austoben, um dann, naja, sich wiederzufinden irgendwie, weißt du? Ja. Ja, und deshalb, ja, und das ist, ja, und das ist Umdeutung. Ja, da wurde ein Problem zu einer. Das Bedeutungsreframing, da wurde ein Problem zu einer guten Sache betrachtet. Als gute Sache betrachtet.
Und das ist genau das, wo ich gesagt habe, das eine mit der Respektlosigkeit, das ist keine Respektlosigkeit, das ist ja, das ist Respekt. Man tut quasi das ins Gegenteil kippen. Das, was als Problem betrachtet wird, wird als Problembedeutung aufgehoben. Naja, die Bedeutung wird halt umgekehrt. Boah, ich hab Halsschmerzen, Alter. Ich hab schon so viel gelabert, Alter. Die Aufgabe 15 ist... Aufgabe 16 ist nur was malen. Aber die Aufgabe 15 ist, ordnen Sie bitte die Fragen der Beraterin aus den Fallbeispielen in den Rubriken zirkulär, unterschiedsbildend und hypothetisch zu. Also, hier sind 4 Fragen. Zum Beispiel, was meinen Sie, Herr Meinert? Wie sieht Ihr Sohn Michael das wohl? So, dann ist, jetzt muss ich diese Frage zuordnen. Es gibt 3 Kategorien von Fragen. Die zirkuläre Frage, die unterschiedsbildende Frage oder die hypothetische Frage. Und wenn ich jetzt frage, was meinen Sie, Herr Meinert, wie sieht Ihr Sohn Michael das wohl, dann ist das eine unterschiedsbildende Frage. Ja, weil da die Unterschiede zwischen den Herrn Meinert und seinem Sohn aufgeklärt werden und durch die Unterschiede der Vater einen Perspektivwechsel sich erlauben sollte. Und dann gibt es die andere Frage zum Beispiel, ist, zu wie viel Prozent sind Sie selbst für das Problem verantwortlich? Ha. Und zu wie viel Prozent Ihr Lebenspartner? Das ist, glaube ich, auch wieder eine unterschiedsbildende Frage. Was ist Kind? Weil dann wieder die Unterschiede klar gemacht werden. Mein Anteil ist so groß und der Anteil des anderen ist so groß. Was ist mit Chidoni? Ja, du machst alles kaputt. Chidoni nervt gerade. No, Chidoni. Was machst du? Ich oder Chidoni? Oh, na, Chidoni. Obwohl, was ich glaube... Was du für eine Ordnung hast, dass du sowas findest. Ich glaube... Nur zu, bitte. Stuhl raus. Ach man, lass sie doch nicht so alleine. Sie ist so alleine. Ach was, die hat den Fernseher, Junge. Pff, wow. Du ja. Bist ja nett, Alter. Ich weiß nicht, ob, dann gibt es noch die Frage, jedes menschliche Verhalten macht Sinn, auch wenn es zu den ersten Blick nicht so scheint. Worin könnte der Sinn Ihrer Streitigkeiten über das Verspäten Ihres Sohnes liegen, Herr Meinert? Diese Frage, ist das eine zirkuläre Frage? Ja doch, ich glaube, das ist eine zirkuläre Frage. Ein zirkulär bedeutet, alles ist so wie in einem Kreis, also Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion. Alles ist dynamisch in einer Wechselwirkung miteinander. Das ist der Zirkel. Ja, es steht in einer Wechselwirkung zueinander. Meine Reaktion führt dazu, dass der Sohn so reagiert und die Reaktion des Sohnes führt dazu, dass ich wieder so darauf reagiere. Also es ist zirkulär. Ja? Ja. Hey Baby. Ein Geschenk für dich. Oh, wie süß. Sieht aber schön aus. Ja. Oh, wie süß. Ich hab ein
ganz kleine Schleife dran gemacht. Oh Gott, sie ist so süß. Ich hab dir ein Bild. Ey, du glaubst nicht, was die Cooles heute mit nach Hause bekommen haben. Wirklich? Sie hat zwar nicht das Gebastelte mitbekommen, aber die haben so einen Kalender bekommen für dieses Jahr. Mit ganz vielen Schulbildern. Oh mein Gott, echt? Oh, wie cool. Ja. Du hast meine Stifte benutzt. Ach, wie schön. Deckel drauf gemacht. Ja. Ja! Okay, Shidoni, kontrolliere aber nochmal alle Deckel und pack sie alle wieder ordentlich weg, ja? Danke, sieht schön aus. Ich mag die Farben. Schön, muss dann später mir mal zeigen. Ganz viele, die Schleife kontaktieren. Was ist denn das? Was ist denn das? Also beim Inhaltsreframing ist es doch so, dass man sich was Positives aus der Situation nimmt. Na, aber im Jetzt. Bei allen nimmt man sich was Positives raus. Ja. Ja, und beim Inhaltsreframing ist das Problem bleibt bestehen. Also bei Bedeutungsreframing und bei Kontextreframing wird das Problem als nicht mehr schlimm dargestellt. Dass es eigentlich gar kein Problem ist. Beim Inhaltsreframing, das ist das einzige Reframing, wo man das Problem stehen lässt und den Nutzen davon trennt. Und deshalb war die Idee zum Beispiel echt perfekt, dass die beiden mehr Zeit füreinander haben, weil das löst nicht das Problem, aber das ist die gute Seite daran. Stehst? Mhm. Mein Zahn ist abgebrochen. Ich habe da so eine Spitze drinne, die mich aufspießt in meinen Mund. Jetzt muss die Zahnfee kommen. Na, ich habe keinen abgebrochenen Zahn hier. Apropos Zahnfee. Die Zähne fallen ja noch irgendwann raus. Ja, ich weiß. Oh, das habe ich ganz vergessen! Oha, Shidori, du wirst noch groß. Ja, und dann kriegt sie ganz viele... Ich weiß noch, wie die Zahnfee auch bei Coco immer kam. Ja. Oh, ich weiß es auch bei mir noch ganz genau. Echt, ja? Ist die Zahnfee? Ja, ja. Ach, ich glaube, ich erinnere mich auch noch an deine. Ist das wirklich eine erste Fee? Die siehst du nicht. Du musst mal hier diesen einen... Film gucken. Mit diesen ganzen... Ja, nicht Fabelwesen, aber diese ganzen Menschen... Mit diesem Jack Tage. Frost? Ja, genau, ganz genau. Jack Frost. Alter, kann ich den Film vergessen? Meine Fresse. Ah, meine Fresse. Jack Frost. Ja, das war ein cooler Film. Da kam ja auch der Osterhase drinne vor. Osterhase? Ja, ganz genau. Oh, der war so cool. Ja. Der war so toll. Ah, der ist richtig geil. Ja, also, kommen wir wieder zu der Prüfungsaufgabe. Und zwar, das D-Frage war, jedes menschliche Verhalten macht Sinn, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. Worin könnte der Sinn ihrer Streitigkeiten über die Verspätung ihres Sohnes liegen? Das müsste doch dann wieder eine zirkuläre Frage, oder? Oder nicht? Bitte? Ich weiß nicht, ist das eine zirkuläre Frage oder eine hypothetische? Eine zirkuläre Frage. Ich muss die Fragen zuordnen in unterschiedsbildende, in hypothetische und in zirkuläre. Die erste Frage ist, was denken Sie, Frau Meinert? Wer in Ihrer Familie hat eigentlich das Problem? Sie selbst, Ihr Mann oder Ihr Sohn? Ist das eine hypothetische oder eine zirkuläre Frage? Das ist zirkulär. Das ist zirkulär, ja? Was ist das? Aber das habe ich dir doch gerade erklärt. Ja, Shidoni hat genervt, das kann ich... Du bist so leise auf einmal.
Sidonia hat viel Nerven. Ich kann nicht immer mit ihm da ist. Also, zirkulär ist, wenn ich habe eine Reaktion, die wirkt auf mein Gegenüber hat eine Reaktion, die wirkt auf mich und darauf reagiere ich wieder. Die Reaktion und Verhaltensmuster und Verhaltensweisen und Problemsituationen sind voneinander abhängig. Es ist ein Zirkel, ja? Es ist nicht kein... Und hier ist ja so die Frage, okay, ist das Problem jetzt nur da oder hier? So, und in Wirklichkeit ist das Problem nicht nur da oder hier, sondern alle wirken ja in einer Wechselwirkung zirkulär aufeinander. Und so entstehen ja erst die Probleme. Zum Beispiel, wenn der Vater sehr autoritär ist und sehr streng und den Sohn dann wütend über den Sohn ist, dann hat der Sohn Angst, nach Hause zu kommen. Der Vater wiederum steigert sich dann umso mehr in das Problem rein, weil er denkt, das ist respektlos und er wird nicht ernst genommen. Und dadurch kommt der Sohn... wird die Angst von dem Sohn noch mehr gesteigert und es kann sein, dass der Sohn dadurch immer später nach Hause kommt. Nur mal angenommen, ja? Oder dass das überhaupt erstmal der Grund ist, warum er zu spät nach Hause kommt. Weißt du, was ich ja gesagt habe? Hat Schiss, dem Vater unter die Augen zu treten. Der Vater fühlt sich dann aber immer respektloser behandelt und wird dann noch wütender und wütender. Weißt du? Das ist ein Zirkel. Naja, und zirkulär bedeutet einfach die Wechselwirkung von den einzelnen Personen zueinander und aufeinander. So, und bei der Frage, was denken Sie, Frau Meinert, wer in Ihrer Familie hat eigentlich das Problem? Sie selbst, Ihr Mann oder Ihr Sohn? Nee, ich denke nicht, dass es zirkulär ist. Ist es hypothetisch? Oh, was war das andere? Unterschiedsbildend. Oh Gott. Ja, also, ich würde hypothetisch sagen. Hypothetisch, ne? Denn sie, es ist ja so, wie sie denkt, sie kann es ja nicht 100% wissen. Ja, ganz genau. Okay. Also die erste ist hypothetisch. Okay, B. Zu wie viel Prozent sind Sie selbst für das Problem verantwortlich und zu wie viel Prozent Ihr Mann? Ist das nicht auch irgendwie hypothetisch? Es ist voll... Die Frage ist eigentlich voll ähnlich. Ja, meine ich ja. Aber eigentlich schon wieder viel zu konkret. Ich würde eher sagen, unterschiedsbildend. Ja, stimmt. Weil die Frau muss sich positionieren. Ja. Und sie muss wirklich hier eine klare Grenze zu ihrem Mann ziehen. Ja. So, und dann die nächste Frage ist, was meinen Sie, Herr Meinert, wie sieht Ihr Sohn Michael das wohl? Ich denke, das ist auch unterschiedsbildend, oder? Oder hypothetisch? Hypothetisch würde ich sagen. Ich muss noch mal gucken, wie die unterschiedlichen Arten der Fragen waren. Und dann, jedes menschliche Verhalten macht Sinn, auch wenn es auf einen Blick nicht so scheint. Worin könnte der Sinn der Streitigkeiten über die Verspätung Ihres Sohnes liegen? Das ist doch auch hypothetisch, oder? Ja, also die muss halt eigentlich nur guessen, you know, so halt raten. Ja, aber also sagen, was sie denkt. Aber was ist denn dann zirkulär? Ja, wenn die ersten zwei Fragen hypothetisch sind.
Und die zweite unterschiedbildend? Ist das, wenn Sie meinen, wie sieht Ihr Sohn das zirkulär? Mann, irgendwo, warte mal, ich muss mal meinen... Oh, ich habe einen Krampf in der Hand. Ich muss mal kurz gucken, wo ich die Frage... Das sind systemische Fragestellungen, nehme ich. Die systemische Ansätze. Ich habe dieses olle Inhaltsverzeichnis nicht mehr. Ich habe das irgendwie bemalt. Und jetzt finde ich die Seiten immer nicht mehr. Warte mal. Systemische Fragen. Das kommt mir vor, als ob ich morgen wieder früh aufstehen muss. Vor allem for real, es ist einfach mal Wochenende. Ja, ne? Junge, es waren so lange Ferien. Echt mal. Das Ding ist, diese Woche Mittwoch war einfach immer noch keine Sprachschule. Vor allem, echt mal, ich habe auch keine Nachrichten in meinem... Ich kann ja mal fragen, also, das fuckt mich richtig ab. Ich habe keinen Plan, wo Sprachschule ist. Und die sind so ganz behindert und bekommen nichts gebacken. Vor allem, ich gucke jeden Tag wegen deiner Sprachschule. Die melden sich einfach nicht. Das letzte Mal, das Zeug hatte ich dir geschickt. Hier, guck mal, zirkuläre Fragen. Warte mal, hier steht's. Warte mal. Die zirkulären Fragen wurden in einem anderen Studienbrief erwähnt. Na toll. Oha. Die habe ich nicht hier. Ach, shit. Na toll. Warte mal, die wurden in dem Studienbrief Klinische Psychologie. Warte mal, oder in Modelle psychologischer Beratung 1. Warte, den habe ich hier. Okay, warte. Zirkuläre Fragen. Zirkuläre Fragen. Da. Ey, ich habe mir so viele coole Sachen auf meinem Laptop runtergeladen, ne? Ich habe mir jetzt so einen Live-Hintergrund runtergeladen, das ist so schön. Und ich habe mir jetzt endlich einen richtigen Wecker runtergeladen. Und ich habe mir einen Screen-Recorder runtergeladen, das heißt, du kannst auf dem Bildschirm aufnehmen. Oh, wie cool! Das ist ja richtig geil. Ja, Alter. Warte mal, zirkuläre Fragen. Kommunikation. Wo denn... Boah. Warte, lass uns googeln, Alter. Okay. Bin schneller. Okay, Google zirkuläre Fragen und ich google, meine ich. What the fuck ist das für das da drüben? Und ich google. Eigentlich weiß ich, was hypothetische Fragen sind. Hypothetisch ist doch nur als. Werden auch als triadische Fragen bezeichnet und sind eine kraftvolle Fragetechnik. Das Ziel der zirkulären Fragen besteht darin, dass sich der die Klientin in die Gefühls- und Gedankenwelt einer anderen Person hineinbegibt. Oh, okay. Das ist okay. Das ist das mit dem Sohn. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist C. Was meinen Sie, Herr Meinert, wie sieht Ihr Sohn das? Ja, das ist safe. Einfach 100% zirkulär. Easy. Okay. Und jetzt hypothetisch? Hypothetisch weiß man doch eigentlich. Hypothetisch ist das, was wäre wenn, oder? Fordern Sie Ihr Gegenüber auf, sich eine Situation vorzustellen, die mit der aktuellen Realität nichts zu tun hat. Ja, genau. Wie wir es einfach gleichzeitig lesen. Okay, warte mal, was wäre... mit der Realität nichts zu tun hat. Hä? Warum eigentlich? Hä, warte. Ich lese dir mal die anderen Fragen vor. Die andere Frage ist, was denken Sie, wer in Ihrer Familie hat eigentlich das Problem? Sie, Ihr Sohn oder Ihr Mann? Oder die nächste Frage ist, jedes menschliche Verhalten macht Sinn, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint.
Worin könnte der Sinn ihrer Streitigkeiten über die Verspätung des Sohnes liegen? Das klingt aber total hypothetisch. Und zu wie viel Prozent sind Sie für das Problem verantwortlich und zu wie viel Ihr Mann? Also das, finde ich, ist klar unterschiedsbildend. Ja. 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 Und was ist dann A? Was denken Sie, wer hat eigentlich das Problem? Sie, der Mann oder der Sohn? Ist das wieder unterschiedsbildend? Warte mal. Fragen hier. Systemische Fragen für erfolgreiche Coachings. Systemische Fragen, Beispielfragen. Ja, ich weiß, dass es systemische Fragen sind. Unterschiedsbildende Fragen. Ich brauche ein konkretes Beispiel. Warte. 10 typische Fragen. Bewältigungsfrage, Wunderfrage, hypothetische Frage, zirkuläre Frage. Hier, zirkuläre Frage. Die haben wir hier auch. Zirkuläre Frage aktivieren die bewusste und unbewusste Lösungskompetenz. Das heißt, es werden durch einen Perspektivwechsel kreative Lösungsideen gefunden. Durch zirkuläre Fragen wird man angeregt, sich selbst aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die zirkuläre Frage war das dann mit dem Sohn? Das hattest du vorher gefunden, ja? Ja. Hier die unterschiedsbildende Frage. Diese Skalenfrage verdeutlicht, dass Probleme nicht immer gleich stark sind und die einen unterschiedlichen Beitrag leisten. Eine systemische Frage wäre eine Frage von 0 bis 10 Bewertungen. Aber die unterschiedsbildende Frage. Na, das ist aber doch das, was ich gesagt habe. Das ist das zu wie viel Prozent? Das ist schon richtig so, da war ich richtig. Zu wie viel Prozent sind Sie verantwortlich und zu wie viel Prozent Ihr Mann? Das ist die unterschiedsbildende Frage. Da hatte ich auch schon recht. Aber was ist denn also? Erste Frage, wer das eigentlich Problem ist. Ja, wer hat eigentlich das Problem? Der Mann, der Sohn oder die Frau? Was ist das? Das ist eigentlich so eine easy Frage, ne? Was ist das? Zirkulär, unterschiedsbildend oder hypothetisch? Alles. Gar keins. Zirkulär, weil die Frau sich für die Beantwortung der Frage in die Lage ihres Mannes und ihres Sohnes hineinversetzen muss. Um daran zu denken, wie geht's dem Mann damit mit dem Problem oder wie geht's dem Sohn mit dem Problem? Deshalb würde ich sagen, könnte es auch zirkulär sein. Es könnte aber auch unterschiedsbildend sein, weil die Frau jetzt differenzieren muss zwischen sie, dem Sohn oder dem Mann. Denn wo liegt das Problem? Und die Frage bezieht sich daraus, Grenzen zwischen den drei Personen zu bilden. So, deshalb würde ich auch sagen, kann es auch unterschiedsbildend sein. Aber es kann auch hypothetisch sein, denn sie muss sich ja in Gedanken eine Hypothese aufbauen, wo denn das Problem liegen könnte, das der Mann haben könnte oder ihr Sohn. Aha. So, also, welche ist das verdammt nochmal? Ich weiß es nicht. B, C und D sind einfach, aber was ist A? Einfach alles. Aber ich glaube, unterschiedsbildend ist viel konkreter. Das ist deshalb B. Zu wie viel Prozent sind Sie verantwortlich und zu wie viel Ihr Mann? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist viel konkreter, unterschiedsbildender. So, und
Ich denke, es ist hypothetisch. Aber hypothetisch ist doch das, was mit dem Problem eigentlich gar nichts zu tun hat, oder? War es das nicht, dass hypothetische Fragen nichts mit dem Problem zu tun haben? Nein, haben nichts mit der Realität zu tun. Ja, aber das hat doch was mit der Realität zu tun, die Problemfrage nach dem Vater und dem Sohn. Ja, aber vielleicht haben ja in Wirklichkeit alle das Problem. Vielleicht sind ja alle irgendwie zusammen schuld. Ich glaube, es ist ja. Und deshalb ist es eine zirkuläre Frage. Denn das trifft eigentlich genau das Thema, was ich versucht habe zu erklären. Dass ein Problem doch in Wechselwirkung und im Dominoeffekt in Wechselwirkung auf den Reaktionen der unterschiedlichen Personen erst entstehen. Das ist ein Zirkel, ein Kreislauf. Und deshalb würde ich sagen, A ist auch zirkulär. Zirkulär bedeutet natürlich auch, du musst dich in die Lage des anderen versetzen. Aber das muss sie ja dann auch. Sie muss sich in die Lage versetzen, wer hat denn jetzt das Problem? Also muss sie es versuchen, aus der Perspektive ihres Mannes zu sehen und aus der Perspektive ihres Sohnes. Ja, dann muss sie sich halt so denken, so, ja, also sie muss halt irgendwie so diese Personen, sag ich mal, analysieren. Na, so, sie muss sich einfach die Perspektive... Warum? Das ist eigentlich genau dieselbe Frage, die sie an dem Vater stellt, als sie fragt, was meinen Sie, Herr Meinert, wie sieht Ihr Sohn das wohl? Das ist genau dieselbe Frage, nur anders formuliert. Denn sie fragt, was denken Sie... Hat ihr Sohn das Problem oder ihr Mann? Also fragt sie eigentlich indirekt, wie sieht ihr Sohn das und wie sieht ihr Mann das? Ich glaube, A ist zirkulär. Und C ist zirkulär. Und das mit dem Prozentanteil ist unterschiedsbildend. Und die hypothetische Frage ist, als sie so allgemein fragt, alle Verhalten machen einen Sinn und auch wenn das erstmal gar nicht so erscheint, dass alle Verhaltensweisen Sinn machen, wie könnte das denn jetzt nützlich sein? Das hat ja jetzt mit dem Problem an sich nichts zu tun. Deshalb ist es eine hypothetische Frage. Okay, das habe ich gelöst und danach muss ich nur noch ein Bild Bild malen. Ja, aber ich muss diese scheiß metaphorische Aufgabe lösen. Oh, dazu fällt mir nichts ein. Okay, du kannst ja was überlegen. Ich rufe dich später an. Ich mal dann erstmal das Bild. Und mach diese metaphorische Frage zum Schluss. Wir haben jetzt einen neuen Podcast fertig. Ich habe alles aufgenommen. Du hast alles aufgenommen. Ja, ich habe alles aufgenommen. Oh Gott. Voll cool. Irgendwie ist das auch viel spannender, wenn man das in so einem zirkulären Gespräch hat, weil dann wachsen die Personen an den Dialog mit, anstatt wenn ich einfach so Theorie runterrassel und die müssen das nachvollziehen, wie wenn ich einen Text lese und ich muss versuchen, den nachzuvollziehen. Naja, sowas ist richtig scheiße zu verstehen. Es ist richtig schwer. Wenn du aber mit jemandem sprichst, hast du so einen Zirkel mit diesen kleinen Schritten vom Aha-Effekt. Weil du dich quasi in diesen Stoff reinfühlst, ja, Stück für Stück. Und dann dein Verständnis Step by Step teilst, wenn du dich da reinfühlst. Deshalb ist ein Dialog oder ein Podcast oft auch viel angenehmer zu hören. Als wenn man einfach nur so über ein Thema spricht. Also den Stoff da so vorträgt. Das Ding ist, ich finde dein Studium, so ein paar Sachen und so Themen könnte man voll so auch in der Ethik oder auch, also man könnte das so ein bisschen mit Deutsch und Ethik vermischen. Ja, naja, klar, weil Psychologie ist doch sowieso überall notwendig. Auch ja. Natürlich auch in der Ethik, weil Ethik braucht zum Beispiel auch so Sozialarbeiter und sowas, weißt du? Ja. Allein nur ein Sozialarbeiter braucht Ethik. Und
deshalb greift natürlich aber die Arbeit von den Sozialarbeitern natürlich auch mit daran auf, was ein psychologischer Berater machen muss. Und das ist aber der große Unterschied, weil ja ein psychologischer Berater, der vor allem empathisch für jemand da ist, der ist ja immer noch was ganz anderes als ein Psychologe, der wirklich psychisch kranke Menschen hilft. Weißt du, es geht ja darum, dass jemand für alle da ist. Für alle. Es betrifft jeden. Ethik betrifft jeden. Ein Sozialarbeiter kann jeden betreffen. Weißt du, Beratung kann jeder Mensch auf der Welt auf sich in Anspruch nehmen. Weil es geht ja einfach nur darum, dass jeder Mensch auf der Welt Probleme hat. Ja. So, ist halt was Normales. Und nun, deshalb ist es ja auch so spannend. Also ich glaube, würdest du dir das hier auch so machen, würdest du das auch super spannend finden. Hm. Ist halt, ja, hast du ja gemerkt. Okay, gut. Dann beenden wir das jetzt so erstmal. Wie ein Podcast ohne uns zu sehen gemacht. Ist schon lange her, dass wir sowas gemacht haben. Wir haben noch nie einen Podcast gemacht, wo wir uns nicht gesehen haben. Doch, oft. Die meisten sogar. Auf unserem Alice-Kanal. Wir haben ganz wenige, wo man uns sieht. Nein, wir beide sehen uns nicht. Ach so, im echten Leben? Ja. Ach so, ja, aber das wissen die Leute nicht. So sinken die Leute, ja, so wie immer, wir sitzen nebeneinander und sprechen. Aber okay, wir klären auf, okay, das ist ein besonderer Podcast. Die Mühe sitzt in Thailand und ich sitze in Kambodscha, das ist der Unterschied. Ja, genau. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man es an dem Sound irgendwie hören. Ja, man hört wahrscheinlich, dass du halt am Telefon bist. Ja. Aber, ja, na klar hört man das schon, aber es stimmt schon, es ist der Unterschied, es ist ein Unterschied. Sonst haben wir immer zusammen in einem Raum gesessen oder im Restaurant gesessen oder sonst irgendwo, aber jetzt haben wir einen Telefon-Podcast gemacht, unser erster Telefon-Podcast. Krass. Cool. Du musst öfter weggehen. Okay, Sokoshidoni war dabei. Ich hab Bauchschmerzen. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch mal irgendwas bestellen. Aus meinem Luxushotel, was ich hier so hab. Irgendwie finde ich das Essen inzwischen so langweilig. Ich hab bestimmt... Ich erst, Junge! Ja, du Arme, Mann, scheiße, mir wird langweilig. Ja. Ich bin so verwöhnt an meiner riesen Speisekotte und du Arme, isst immer nur Spaghetti. Ja, Junge! Okay, ich werde jetzt erstmal das Bild malen und die Aufgabenstellung aufschreiben mit den Fragestellungen und die zuordnen. Und dann muss ich mich aber im Laufe des Abends nochmal... Ich kann dich später nochmal anrufen, wenn ich mich der Metaphorik widme. Dann trinke ich ein Bier, vielleicht kann ich dann auch ein bisschen flüssiger denken. Okay, alles klar, dann bis dann. Nur hab dich lieb. Ja, bis dann. Hab dich auch lieb. Tschüss. Ciao.